Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Schmelztiegel mit Christus fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Ein Leben des Lobes. Ja, wenn unser Herr erscheinen wird, der, der bestehen wird, wenn er erscheint, der wird ein Leben des Lobes für alle Ewigkeit haben. Weil es ist vorbei, jegliche Last, es ist vorbei, jeglicher Schmerz. Das Erste ist vergangen und es steht bevor eine Zukunft, in der es nie mehr einen Grund geben wird, sich nicht zu freuen und nicht dankbar und voller Lob zu sein. Aber bis dahin wollen wir während dieses Prozesses der Läuterung uns schon daran gewöhnen, dass wir Gott danken und loben. Weil ich denke, er verdient es, dass man ihm dankbar ist und ihn lobt, dass er sich die Mühe macht, dass wir rein werden. Dass er Tag und Nacht arbeitet, damit er seine Kinder rein macht. Und er wird niemanden weglassen, den er reinigen kann. Jeder, der mitarbeitet, wird eines Tages für dieses Ergebnis, dass man rein geworden ist, sehr dankbar sein. Im Moment, wenn man durch den Schmelztiegel geht, empfindet man das nicht als Freude. Aber es führt zu einem Ergebnis der Freude. So, bevor wir über dieses Thema sprechen, lasst uns noch einmal erinnern und zu sehen, um was es geht. Es geht darum, dass wir aus dem Irrtum unseres Geistes in die Wahrheit kommen wollen. Wir wollen uns nicht mehr selbst betrügen. Wir tun das nicht, weil wir eine Wahl haben, weil wir werden ja so geboren. Aber wir wollen die Wahl, die uns Gott gegeben hat, aus dieser Finsternis herauszukommen, annehmen. Wir wollen sie anwenden und komplett in die Wahrheit kommen und eines Tages rein, heilig, gerecht, frei und das Gesetz komplett erfüllend sein. Dafür müssen wir nochmal uns erinnern, der Geist ist ein geschlossenes System. Er hat zwar einen Eingang und einen Ausgang, aber er steuert sich immer selbst. Er hat Bedürfnisse, die sind von Gott dort hineingelegt, die treiben den Geist an. Die Liebe ist das, was uns antreibt und wir müssen sie aus einer Bedürfnisquelle holen, durch Glauben und durch Vertrauen. Und nehmen dann das Mittel, das wir aufgenommen haben, damit wir darüber entscheiden. Und unsere Entscheidung geht dann in den Körper und mit ihm tun wir das, was der Geist aufgenommen hat, dass er damit handelt. Jetzt wissen wir, dass das, was entscheidend ist im Geist, seine Identität ist. Ist er in der Wahrheit? Ist Gott sein Bedürfnisquelle? Und er sucht jetzt nicht die Liebe für sich, sondern er sucht die Liebe, wie er sie weitergeben kann. Er sucht die Freiheit und Gerechtigkeit nicht für sich, sondern er sucht sie, wie er sie weitergeben kann. Sind wir im Irrtum, wie wir alle geboren sind, dann sind wir immer noch angetrieben von unserem Bedürfnis, aber wir suchen es jetzt, um es zu behalten. Wir wollen es für uns selbst. Wir holen es von Menschen und von Satan. Wir orientieren uns nach dieser Ordnung und verlangen, dass man uns unser Bedürfnis stillt. Und wenn das dann nicht passiert, haben wir ein Problem. Und deshalb setzt Gott mit seiner Hitze, mit der Anfechtung, sie setzt immer an dieser Stelle an. Es geht immer um mein Bedürfnis und um die Quelle, von der ich es hole. Mein Bedürfnis ist ja nicht antastbar. Das hat er dorthin gesetzt. Aber er muss durch die Hitze uns bewusst machen, dass wir uns selbst täuschen. Das geschieht dadurch, dass wir sehen, dass unser Wille gefangen ist. Wir können unsere Gedanken von dem Ereignis, von dem, was gegen unser Bedürfnis geht, nicht abbringen. Wir können nicht schlafen. Wir sind in einem furchtbaren Kreis und es geht uns nicht gut. Und dieser gefangene Wille führt natürlich dazu, dass in den Körper negativer Strom kommt und der antwortet mit negativen Emotionen, mit Schmerzen und Krankheit. Und das alles hat den einen Zweck, mir bewusst zu machen, dass ich mich irre. Als Gott durch seine Gnade mich bekehrte am 7. Juni 2003
Und ich in meinem Glück und in meiner Freude war ein großer, nicht nur Tag der Freude, sondern es waren Wochen der Freude. Es ging mir sehr gut. Und ich las während der Zeit in meiner Andacht in Jakobus Kapitel 1 die ersten Verse und ich lese hier ab Vers 2. Meine lieben Brüder, achtet es eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Und wisset, dass euer Glaube so rechtschaffen ist, Geduld wirket. Die Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habt. So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der da gibt, einfältiglich jedermann und drückt's niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Und Vers 12. Selig ist der Mann, man kann sagen auch die Frau, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Ich hatte nicht das Bedürfnis oder das Bewusstsein, dass ich einen Reinigungsprozess brauche. Ich war ja jetzt bekehrt. Ich hatte jetzt mein Leben mit dem Leben Jesu ausgetauscht. Ich hatte Frieden in meinem Herzen. Und jetzt könnte das Leben doch so schön weitergehen. Aber nein, nur nach 3 Wochen wurde die Hitze angelegt. Und sie wurde angelegt an dem, was ich damals am stärksten hatte, und es waren die Kinder. Und ich musste erkennen, dass mein Herz mich an jemanden bindet, an dem ich nicht gebunden sein kann, mit Glauben und Vertrauen. Ich verstand es nicht. Aber ich habe es immer wieder gelesen. Meine lieben Brüder, achtet es eitel Freude. Eitel Freude? Wenn in mancherlei Schwierigkeiten kommen. Und es ist ja nicht einmal, dass der Jakobus der Einzige ist, der sagt, dass wir uns freuen sollen in Schwierigkeiten. Der Apostel Paulus schreibt es an vielen Stellen. Er sagt in 1. Thessalonicher 5, ab Vers 16, seid allezeit fröhlich. Okay, wie soll ich das machen? Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Also soll ich fröhlich sein, wenn man mich angreift, wenn man mich ablehnt? Soll ich fröhlich sein, wenn das Unrecht überhand nimmt? Soll ich mich freuen? Ich habe ja in der letzten oder vorletzten Geschichte gesehen, Betrachtung gesehen, wie der Habakuk sagt, da draußen ist Chaos. Da gibt es nichts mehr. Alles Elend. Die Bedürfnisse können nicht mehr gestillt werden. Und ich will mich freuen. Ich will mich freuen. Wie soll das sein? Wie soll ich denn Gott loben? Im Leid, mitten im Schmerz, wenn der Magen wehtut, wenn man Schwindel hat oder egal welche Beschwerden. Die Bibel sagt, seid alle Zeit fröhlich. Nicht nur einmal, nicht nur bei Gelegenheit, sondern die Freude und die Dankbarkeit, die kann ja nur aus der Freude kommen, sollte ja immer da sein. Ist das nicht ein zu hoher Maßstab, den Gott uns da ansetzt? Seid dankbar in allen Dingen. Wirklich in allen? In Philipper 4 können wir lesen, derselbe Autor sagt schon in Philipper 3, Vers 1, weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, dass ich euch
immer einerlei schreibe, verdrießt mich nicht und machet euch desto gewisser. Und ich bin dankbar, dass der Paulus auch immer einerlei schreibt und immer dasselbe in allen seinen Briefen wiederholt. Weil seitdem Gott mich berufen hat, ein Lehrer zu sein, sage ich auch immer dasselbe. Und ich muss sagen, es verdrießt mich nicht. Und manchmal bin ich geneigt, dass es mich verdrießt. Weil ich denke, man müsste es doch jetzt verstanden haben. Man müsste jetzt in der Tiefe angekommen sein und das Ganze begriffen. Aber man merkt, es geht immer noch eine Stufe tiefer. Es geht immer noch, um etwas noch besser zu verstehen. Er sagt uns immer einerlei. Paulus sagt dann in Kapitel 4, Vers 4 bis 6, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Lindigkeit lasst kundtun allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget nichts. Was nimmt uns denn die Freude und den Dank? Ist doch die Sorge. Der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundtun. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und das ist das Ziel. Ein vollkommener Mensch wird sich immer in jeder Situation in dem Sinne freuen. Vielleicht nicht freuen, dass er in Schmerzen ist, aber freuen, dass er weiß, das Ergebnis davon wird gut sein. Eines der großen Dinge, die mir Gott geholfen hat zu verstehen, ist das Herz des Menschen, wie es funktioniert. Und ich möchte da das kurz beschreiben, dass wir erkennen, wie nur können wir uns freuen. Hier steht ja dieser Zusatz, freut euch in dem Herrn. Nun, in dem Herrn zu freuen, ist in der Wahrheit zu sein, weil er ist die Wahrheit über uns selbst, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist das, was wir durch Christus werden. So, lass uns ein bisschen unser Herz betrachten oder wie man es nennt in der Welt, das Unterbewusstsein. Wir haben also diese Linie, die Bewusstsein und Unterbewusstsein trennt. Im Bewusstsein haben wir unseren Willen und dieser Wille ist der, der uns sowohl die Bedürfnisse vorlegt und dann aber auch tun muss, was der Geist ihm sagt. So, wir haben dort angesiedelt unsere Bedürfnisse. Wir haben Hunger und wir haben Durst und wir haben Frieren und wir schwitzen. Das sind die physischen Bedürfnisse. Und wir haben Harmoniebedürfnis, Gerechtigkeitsbedürfnis, Friedensbedürfnis, Treue, Wahrheit, Sicherheit. Das sind alles Bedürfnisse, geistige Bedürfnisse. Die sind in unseren Geist hineingelegt. Und jeder hat die Grundbedürfnisse, sind gleich, sie sind nur ein bisschen anders gewichtet. Aber jedes einzelne Wesen hat auch Nebenbedürfnisse, Sonderbedürfnisse, die nur einem selbst gefallen, die man nur selbst hat. Deshalb hat Gott den Geist so geschafft, dass jeder Geist andere Bedürfnisse hat. Das heißt, zusätzliche zu den Grundbedürfnissen. So sind wir alle eine eigene Persönlichkeit mit einem eigenen Willen, der nur meiner ist und der sich unterscheiden wird von dem Willen aller anderen, indem dass er Dinge in sich hat, die ihn besonders machen. So, es ist in Gottes Plan, dass wir alle unterschiedlich sind in unserem Willen, auch in unseren Nebenbedürfnissen. Aber da wir alle aus einem Menschen kommen, muss die Funktion, das heißt, wie die Bedürfnisse gestillt werden, in jedem Menschen gleich sein. Und deshalb ist das Herz auch immer Einzahl in der Bibel genannt, weil dort ist der Sitz der Funktion.
Dort ist es entscheidend, was im Leben passiert. Und dort sind wir alle gleich, weil dort sind die Funktionen. Wir haben alle dieselben Augen und die funktionieren gleich. So haben wir auch denselben Geist von der Art und Weise des Aufbaus, aber und er funktioniert gleich. So ist das wichtig. Die Art und Weise unseres Denkens ist in jedem Menschen gleich. Nur der Inhalt ist unterschiedlich. Aber die Funktion des Denkens ist identisch in jedem Menschen. Deshalb ist das so wichtig, dass wir das kennen. Es läuft zwar unbewusst ab, aber es ist entscheidend für alles, was wir tun. So, das Erste, diese grüne Ebene ist die Hirnebene. Das ist die Physis, der Körper. Und er hat ja nur zwei Ladungen, Plus und Minus. Und das ist die neutrale Linie. Und der Geist, der über dem Hirn sitzt, muss jetzt das Hirn durch elektrische Impulse steuern. Und er tut das, indem er abwägt zwischen zwei Kriterien, zwischen Verlust und Gewinn. Und dann hat er zwei Entscheidungen. Die sind auch festgelegt. Für den Gewinn hat er ein Ja und den Verlust muss er vermeiden. Deshalb hat er ein Nein. Als ich diesen Mechanismus entdeckte, hat er mich lange Zeit beschäftigt. War so fasziniert davon, dass alle Probleme des Menschen nur in einem einzigen Gedanken waren, dass er was verloren hat. Wer im Verlust ist, kann nicht dankbar sein. Es geht nicht. Man muss im Gewinn sein, um dankbar und fröhlich zu sein. Und das läuft unbewusst ab. Das heißt, wenn es Dinge gibt, die unserem Bedürfnis entsprechen, dann fühlen wir uns wohl, weil wir das als Gewinn berechnen. Und da sagen wir ja, und da gibt es kein Limit für das Gute. Gibt kein Limit. Deshalb hat uns Gott so im Geist geschaffen, dass wir immer nach vorne gehen für alle Ewigkeit. Alles, was wir lernen, ist Gewinn. Und dafür sagen wir ja. Und dafür sind wir immer dankbar. Und ich bin so dankbar für diese Erkenntnis über den Menschen, wie der Mensch funktioniert in seinem Innersten. Das steht auch in der Heiligen Schrift. Aber es steht so verschlüsselt da drin, dass ich es hätte dort nicht finden können. Und wie ich sehe, haben es auch andere nicht gefunden, die Bibel studieren. Ich musste es am Menschen sehen. Und dann konnte ich sehen, dass das auch in der Schrift festgelegt ist. Die Schrift sagt ganz deutlich, Jesus hat uns ja geschaffen. Er sagt ab Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. So, ihr seht, hier muss ich gewinnen. Dort, wo der Schatz ist, da ist mein Herz. Und es gibt, wenn ihr aufmerksam gelesen habt, nur eine einzige Bedingung für den Schatz. Er darf uns nicht verloren gehen. So, habe ich einen Schatz, den man mir nicht stehlen kann, kann ich tatsächlich, so wie die Schrift es sagt, immer fröhlich sein und dankbar. Habe ich aber etwas, was mir verloren gehen kann, dann bin ich gebrochen. Dann geht es mir nicht gut. Deshalb ist es so entscheidend, diese Prozesse zu verstehen. Wir brauchen einen Schatz, den man uns nicht nehmen kann. Weil der Schatz ist die Liebesquelle. Der Schatz ist dort, wo ich mein Bedürfnis erhole. Das ist der Schatz. Und wenn ich den verliere, dann ist alles vorbei. Und Jesus macht es so einfach. Und so einfach er es auch schreibt, ich hätte es nie verstanden. Hätte ich nicht das zuerst gesehen, habe ich gesagt, Jesus beschreibt hier in diesen drei Texten genau das, was ich am Menschen gesehen habe. Jeder Mensch ist traurig. Jeder Mensch ist in einer Not
weil er seinen Schatz verliert. Und je größer der Verlust des Schatzes ist, umso größer ist der Wille gebunden, umso stärker ist die Krankheit. Das macht es aus. Und jetzt sagt Jesus, auf Erden kann man dir jeden Schatz nehmen. Deshalb sammle sie nicht, weil sie sind abkömmlich. Man kann sie dir nehmen und dann, wo stehst du? Weil dein Herz lebt von deinem Schatz. So lasst uns das ganz deutlich verstehen. Alle Probleme entstehen, weil ich meinen Schatz verliere oder Angst habe, ihn zu verlieren. Weil dieses Nein hier ist absolut. Ist absolut. So, aber Jesus schreibt weiter. Und als ich dann entdeckt habe, den ersten Teil des Herzens, welcher letztendlich der letzte Teil ist, dann bin ich auch an den gekommen, wo das Ganze beginnt. Und dann sagt Jesus weiter, Vers 22, das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird da die Finsternis sein? Und er endet ab mit dem Text, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, er wird den einen verachten und den anderen anhangen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. In dieser letzten Krise, in der wir stehen, geht es nur, wem diene ich? Das heißt, von wem bin ich abhängig? Und bestimmend ist entweder die Auge, die Wahrheit oder die Lüge. So, wie funktioniert die Lüge im Herzen? Sie sagt, dein Bedürfnis muss man dir geben. Du musst es bekommen. Die Wahrheit sagt, dein Bedürfnis befriedigst du, wenn du es gibst. Nicht, wenn du es nimmst, sondern wenn du gibst, erfüllst du es. Dann hast du Gewinn. Die Lüge sagt, nein, wenn ich was bekomme, habe ich Gewinn. Dann entsteht natürlich der Verlust dadurch, dass ich nicht bekomme oder so viel ich erwarte, zu wenig bekomme oder mir wird etwas weggenommen. Es gibt Dinge im Leben, da weiß man gar nicht, dass man an sie gebunden ist. Und wenn man dann sie wegkriegt, dann erst merkt man, wie gebunden man ist. Und dann ist man im Verlust. Und dann kann man Gott nicht danken. Da kann man nicht fröhlich sein. Man kann nur fröhlich sein, wenn man im Gewinn ist. Und der Gewinn ist durchs eigene Tun, durchs Geben. Und der Verlust wäre, wenn ich nicht geben würde. Was, wenn ich nicht geben würde? Na, wenn ich die Liebe, die ich von Gott nehme, nicht geben würde, dann wäre ich im Verlust. Wenn ich behalten würde. Erinnert euch an den Kanal. Ist ganz deutlich. Hier haben wir einen klaren Kanal. Ich gebe und behalte nicht, was ich nehme. Hier haben wir keinen Kanal. Hier erwarte ich zu bekommen. Ja, ich investiere, aber letztendlich will ich mein Bedürfnis gestillt bekommen. Deshalb wollte ich mich scheiden lassen, weil ich von dem anderen mein Bedürfnis gestillt bekommen muss. Das ist so tief in uns, weil wir alle mit diesem Lügen Auge geboren, mit diesem Schalksauge, dieses Betrugsauge geboren sind, welches uns betrügt an Schritt und Tritt und sagt, du musst bekommen. Dir muss man dein Bedürfnis stillen. Dein Bedürfnis musst du ja nur ausdrücken. Ich sprach diese Woche mit jemandem, der sagte, ja, ich drücke meine Bedürfnisse meiner Mutter aus. Das war eine erwachsene Frau, fast 50. Brauche ich noch meinem Nächsten meine Bedürfnisse auszudrücken? Wozu auch? Der Nächste kann mir doch mein Bedürfnis so oder so nicht stillen. Aber der Betrug des Herzens sagt es, nein, ich muss meine Bedürfnisse ausdrücken, ich muss sagen, was ich will und was ich nicht will, damit der andere Bescheid weiß. Und ich kann Dinge sagen, aber ich muss wissen, der andere kann mir weder Gewinn bringen, noch Verlust machen. Das ist die Wahrheit. Weil nur mein Tun zählt, nicht das Tun des anderen. Wie auch. Ich kann doch für den anderen weder Ja noch Nein sagen.
Ich kann nur für mich Ja und Nein sagen. Aber jetzt sind wir so verkehrt in unserem Herzen, dass wir dem anderen vorschreiben müssen, welches unsere Bedürfnisse sind, dass er sie Ja stimmt und sie berücksichtigt. Das ist ein tiefer, tiefer Betrug. Und er entsteht, weil wir den Verlust persönlich nehmen und wir nehmen den Verlust persönlich, weil wir eine falsche Identität haben. Wer bin ich? Ich habe sie berechnet aus dem Ego und aus dem Stolz. Der Ego sagt, ich habe Eigentum, mir gehört etwas. Der Stolz sagt, ich kann herstellen. Ich gebe dir etwas von mir. Weil ich habe und kann, gebe ich, um zu bekommen. Und wenn ich nicht bekomme, bin ich in der Falle komplett verloren. Alles geht kaputt. Und die Hitze setzt ja genau hier an. Dort, hier setzt die Hitze an, damit wir verstehen, dass wir verkehrt sind. Was sagt denn, wer hat Eigentum? Kein hat Eigentum. Ich habe so viele Patienten, die sehr krank sind, die, weil sie die Kinder als ihr Eigentum sehen. Ich habe zurzeit einen Patienten, er ist schon über 60, er hat Erwachsene, 6 Kinder. Aber durch Umstände sind sie geschieden worden und die Kinder haben keinen Kontakt. Ich glaube, der Größte nur mit ihm. Und das tut ihm natürlich weh. Aber tut es ihm weh, weil die Kinder keinen Vater haben? Oder tut es ihm weh, weil der Vater keine Kinder hat? Tut ihm weh, dass die Kinder Nachteil haben, weil sie ihn nicht kennen oder mit ihm nicht sind? Oder tut es ihm leid um sich selbst? Weil er hat ja auch jetzt im Alter die Kinder gern neben und um sich. Ihr seht, das, was den Menschen krank macht, sind nicht böse Dinge. Sind nicht, ich sage jetzt mal, wie der Paulus sagt, fressen, saufen, zu fremden Frauen gehen oder lügen, betrügen. Nicht das ist das, was den Menschen gefangen nimmt. Nicht das ist das, was den Menschen in eine Not bringt, sondern das gute Bedürfnis, die Gemeinschaft, die wir brauchen. Aber wir sehen sie mit dem falschen Auge. Und damit sind wir im Zentrum und die anderen müssen uns bedienen. Das ist eine Katastrophe. Deshalb wüssten wir, dass wir nicht Gott sind, sondern ein Geschöpf. Dann wüssten wir, die Liebe ist das, was uns antreibt. Und die Liebe hat nichts Eigenes und sie kann es auch nicht herstellen. Aber ich habe die Möglichkeit, aus der Liebesquelle alles zu nehmen, was ich brauche und weiterzugeben und für die anderen da zu sein. Der Schmerz des Herzens kann nicht gestillt werden, solange ich im Irrtum bin. Deshalb können wir auch nicht in ein Leben des Lobes kommen, solange wir in diesem tiefen Irrtum verfasst sind. Deshalb müssen wir ihm den Krieg anwenden. Wir müssen genauestens sehen, das eine Auge, das Schalksauge sagt, ich bin Gott, und die Wahrheit sagt, ich bin ein Geschöpf. Und das Schwierigste an der Idee, ich bin Gott, ist, dass der Geist sich für geistig unabhängig sieht. Er sieht nicht, dass er nach den anderen denkt. Das kann ihm höchstens der Schmelzofen zeigen. Es kann ihm zeigen, dass er abhängig ist von Dingen, die man wegschmelzen kann, die man wegtun kann. Und dann sieht er, dass er geistig abhängig ist. Wenn ich in der Wahrheit bin, weiß ich, dass ich geistig abhängig bin. Und dann bin ich automatisch abhängig von der einen Quelle, die es nur gibt, nämlich Gott. Wenn ich Gott bin, dann denke ich, alles gehört mir. Alle Dinge sind mein. Meine Frau ist mein, mein Haus ist mein Körper ist mein, meine Zeit ist mein, alles ist mein. Nichts gehört mir, wenn ich in der Wahrheit bin. In der Lüge tue ich alles aus mir heraus. Ich bin die Quelle für alle Dinge. Ich bin Schöpfer. In der Wahrheit tue ich nichts aus mir heraus. Ich erkenne, dass ich alles, was ich gebe, nicht von mir gebe. Deshalb habe ich auch nie ein Copyright auf irgendetwas, was ich tue, weil es wäre ja Vermessenheit. Ich würde es ja dann sagen, ah, das kommt aus mir und von mir. Nein, alles, was ich habe und gebe,
kann nicht von mir kommen. Es kommt entweder von Gott oder von dem Bösen. Aber von uns kommt es sicherlich nicht. Von der Quelle, von der wir nehmen, von der kommt es. Aber nicht von uns. Wir sind immer nur Kanäle. Wir können nicht anders sein. Deshalb tue ich nichts aus mir aus. Deshalb sieht man auch am Handeln des Menschen, wer er denkt, er sei. Weil dort wird das Ganze offenbart. Und wenn ich Gott bin, dreht sich alles um mich. Und wenn ich ein Geschöpf bin, dreht sich nichts um mich. Das sind die vier entscheidenden Unterschiede zwischen Gott und zwischen einem Geschöpf. Und jetzt haben wir ja nur einen Gedanken, der uns plagt, der uns die Freude nimmt, der uns schlechte Gefühle macht, der uns den Magenschmerzen macht, der uns den Schwindel macht. Egal, was es ist. Es ist immer nur dieser eine Gedanke. Und wenn ich ein Gott bin, dann ist das Ereignis, was Verlust ist, mein. Ich habe ihn, wenn mein Kind stirbt. Ich habe ihn, wenn meine Ehe zu Ende geht. Ich habe ihn, wenn mich jemand betrügt. Ich habe ihn, wenn mich jemand schlägt. Ich habe den Schaden. Ich habe den Verlust. Das ist, wenn ich Gott bin. Wenn ich aber ein Geschöpf bin, dann weiß ich, ich habe den Verlust nicht. Weil wer mich kratzt, der kratzt Gott. Wer mich ans Kreuz nagelt, der nagelt Gott. Wer mich annimmt, der nimmt mich Gott an, nicht mich. Alle Not, die ich habe, kann ich sagen, oh, es ist Gottes Not. Er wird sich darum kümmern. Weil ich weiß ja, ich bin ein Geschöpf. Ich bin sein Kind. Und er hat gesagt, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das heißt, jeder, der sich an irgendeinem kleinen, dieser geringsten einen vergreift, vergreift sich an Gott. So, ich muss wissen, wer hat denn den Verlust, wenn jetzt der Schmelztiegel an meiner Quelle und an der Substanz brennt? Und wenn ich in der Wahrheit bin, kann ich trotz des Brennens sagen, Herr, es tut mir leid, du hast den Verlust. Ich nicht. Die Ehe geht zugrunde, du hast den Verlust. Das Kind stirbt, du hast den Verlust. Nicht ich. Wenn ich denke, ich bin Gott, dann ist es mein persönlicher Verlust. Wenn ich in der Wahrheit bin, dann weiß ich, ist es des Schöpfers Verlust. Und alle Probleme entstehen, weil ich mich dann als das Opfer sehe, dem man das weggenommen hat. Und bin ich ein Geschöpf, bin ich nie das Opfer. So, um ein Leben des Lobes zu führen, können wir es nicht anders, außer dass wir das eine kreuzigen, um das andere zu leben. Es gibt nur Menschen, die sagen, naja, lob einfach. Ja, man kann sich ja auch stimulieren und zu loben einfach. Aber es muss aus dem Herzen kommen. Ich kann Gott nicht loben, wenn ich mich als Opfer sehe und auch noch vielleicht als sein Opfer. Dann bin ich ja, wie soll ich dann Gott loben? Weil man kann ja nicht sich loben. Man lobt ja Gott, der das Leben, was wir haben, so gut führt. Und dass wir durch Christus in die Wahrheit gekommen sind und in der Wahrheit wandeln und wachsen darin. Deshalb loben wir Gott. In Christus ist die Freude. Sie ist in der Wahrheit. Die Nichtfreude ist im Betrug, wo ich Dinge als mein sehe und sie für mich festhalten möchte. So, um ein Leben des Lobes zu führen, mitten in der Anfechtung, dann ist es nur möglich, dass ich in der Wahrheit bin. Der Paulus schreibt es ja so ganz klar. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Seid dankbar für alle Dinge. Für alle Dinge? Ja. Weil es kommt ja nur darauf an, aus welcher Perspektive du die Dinge siehst. Siehst du die Not mit deinem Partner, mit deinem Ehepartner, als eine Hilfe, dich selbst zu erkennen, dann sagst du, wow, es ist zwar kein jetziger Gewinn, aber es führt auf jeden Fall zum Gewinn. Und so kann man sich vorfreuen auf dann
wenn man in der Wahrheit ist. Es ist so schön. Ich kann, wenn ich zurückblicke, diese 19 Jahre, seitdem Gott mich bekehrt hat. Er hat viele Schwierigkeiten gebracht. Der Schmelztiegel war immer mit mir. Und er war notwendig, weil ich hätte gedacht, ich bin fertig für den Himmel. Wenn ich im Nachhinein gucke, würde ich jedes der Ereignisse nicht missen. Auch wenn ich in dem Moment, wo ich drin war, hat mir das viele Schmerzen gemacht. Und hat mich zerrissen, monatelang, wochenlang, jahrelang. Habe ich an manchen Dingen geknabbert, bis ich frei wurde. Und die Freiheit kam durch die Erkenntnis der Wahrheit, dass es nicht um mich geht. Dass ich frei werden muss von diesem tiefen Fall, in den ich hineingeboren bin. Dieser tiefe Fall des Adam. Dieses grausame Loch, in der er gefallen ist, als er sich selbst betrogen hat. Das jetzt so viel Mühe kostet, um da wieder rauszukommen. Ich bin auch jetzt in Schwierigkeiten. Und ich bin in Schwierigkeiten, wo ich kämpfe. Und wo ich merke, ich bin nicht dankbar. In diese Tage rausgegangen und gesagt, Herr, ich will mich freuen in dieser Sache. Das ist eine gute Idee. Es klingt ja auch schön, sich lieber zu freuen, wie traurig zu sein, weil es findet ja alles nur im Kopf statt. Aber wenn ich nicht das Herz geändert habe, dann versuche ich vielleicht eine künstliche Freude mir einzureden. Sie wird nicht lange halten. Ein Leben der Freude ist nur möglich, wenn ich die Dinge als Geschöpf Gottes sehe. Wenn ich betrachte und weiß, das ist mein Gewinn. Und der Paulus, der diese Dinge gut verstanden hat, schreibt in Philipper 3, 7 und 8, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet. Und was war dem Gewinn? Und er hat es um Christi Willen für Schaden geachtet. Ihr seht, es kommt nur auf die Perspektive an. Sehe ich die Ketten im Gefängnis? Oder die Schläge, die ich bekomme, die Not, in die ich komme, als ein Gewinn, dann kann ich auch so Gott loben, weil er konnte es. Er konnte mit Silas zusammen, als sie aus ihrer Bewusstlosigkeit wach wurden, Gott loben. Mitten in Schmerzen, mitten in einem Stock hineingelegt, der nicht bequem ist. Und er hat angefangen zu loben. Und Gott kann manchmal, sage ich auch, das nicht unbeantwortet lassen. Weil sie waren ja nicht geschlagen worden, zu Recht, sondern zu Unrecht. Und Gott befreit sie. Er befreit alle in dem Gefängnis gleichzeitig. Damit Gott den Gefängniswärter, und wir wissen nicht, wie viele von den Insassen, bekehrt. Aber hätten sie nicht die Schläge mit Freuden gesehen und hätten sie nicht, als sie zum Bewusstsein kamen, gesagt, ah, wir sind im Gefängnis, lass uns Gott loben. Das ist etwas, was wir Menschen nicht begreifen können. Aber wenn all das, was mir Gewinn war, habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet. Und er sagt, und ich achte es noch alles für Schaden. Gegenüber die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Kot, auf das ich Christus gewinne. Da hat jemand verstanden, wie das Herz funktioniert. Alles, was ihm vorher wichtig war, ist ihm jetzt unwichtig geworden. Wo es ihm vorher um sich selbst ging, hat er gesagt, das ist jetzt unwichtig. Jetzt geht es darum, es geht um meinen Herrn. Seine Blickwinkel wurden geändert. Und er hat gesehen die Dinge aus der Perspektive der Wahrheit.
Und er schreibt in Römer, ich denke viel an diesen Text, in Römer 8. Der sagt hier, Vers 18, denn ich halte es dafür, dass diese Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Diese Zeit Leiden sind nicht in dem Sinne berechenbar. Weil er hat ja den Unterschied gesehen. Ihm hat Gott die Augen geöffnet, dass er das Ergebnis sieht. Gott würde uns nie in eine Not bringen, weil er leidet ja mit uns mit. Und Gott liebt Leiden nicht. Deshalb lieben auch wir es nicht. Und er muss uns aber durch diesen Schmelztiegel führen, gerade damit wir frei werden und genießen können eines Tages die Herrlichkeit. Aber er weiß, und er verspricht es uns auch, dass es kein Vergleich sein wird, die Herrlichkeit, die auf uns wartet, wenn wir aus dem Irrtum in die Wahrheit gekommen sind. Da gibt es keinen Vergleich. Deshalb, wenn wir eines Tages unseren Herrn sehen, und das ja bald, wenn er kommt in den Wolken des Himmels, und dann die Herrlichkeit erfahren, die danach kommt, von der er hier schreibt, dann werden wir sagen, der Himmel war billig. Unsere Leiden waren nichts. Sie waren nicht mal wert, dass wir an sie denken, weil die Herrlichkeit, die uns erwartet in einem Leben der Wahrheit, ist mit nichts zu vergleichen. Deshalb lasst uns mitten in der Trübsal lernen, mit anderen Augen die Trübsal zu sehen. Lasst uns sie sehen mit der Perspektive der Herrlichkeit, die da kommt. Paulus beschreibt auch in Hebräer, ihr habt mit Freuden die Wegnahme eurer Güter erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und feste Bleibe habt im Himmel. Das Ganze passiert nur hier. Aber bin ich hier frei, dann kann ich Gott loben in der tiefsten Anfechtung und ihm danken, weil er mich für würdig geachtet hat, dieses zu erleben. Ellen White sagt im Buch Das Leben Jesu, ich glaube, es ist das Kapitel 41, wo es darum geht, um den Johannes der Täufer. Und dann sagt sie, nicht Elia, der zum Himmel genommen wurde, war so geehrt wie Johannes der Täufer, der um Gottes Willen nicht nur verkündigen konnte, sondern auch leiden konnte. Und sie sagt, es ist die größte Ehre, die Gott einem Menschen erweisen kann, für ihn zu leiden. Das heißt, mitten im Leid in der Wahrheit zu bleiben, so wie Hiob. Mitten im Leid die Perspektive klar zu haben. Es geht nicht um mich, sondern es geht, dass vor der Welt bewiesen wird, dass das Böse nur mit Gutem überwunden werden kann. Dass das Böse mit Bösem nicht überwunden werden kann. Dass Gewalt mit Gewalt nicht überwunden werden kann. Es geht nur, dass Gewalt mit Nicht-Gewalt, Krieg mit Nicht-Krieg, Hass mit Liebe überwunden kann. Nur das ist möglich. Nur der ist der einzige Weg. Und wie soll Gott das erreichen, außer indem wir zu Unrecht leiden? Und dennoch dankbar sein. Oh, wie sehr wünsche ich mir diese Freiheit in mein Herz. Wie sehr wünsche ich mir, dass die Schwierigkeiten meines Lebens mich nicht mehr bedrücken. Dass der Betrug meines Herzens nicht mehr existiert.
und ich blicken kann mit den Augen der Wahrheit, mit den Augen meines Heilands, dass ich weiß, alles, was er in mein Leben bringt, ist Gewinn. Es mag nicht so aussehen im Moment, aber am Ende ist es so. Deshalb lasst uns ein Leben lernen des Lobes und des Dankes. Aber das ist nur möglich, wenn Christus die Wahrheit unser Leben ist. Amen.